Ja, willkommen zu einem weiteren TechView-Vlog und wie ihr sehen könnt, handelt es sich wieder um einen Geschwindigkeitsvergleich zwischen dem BlackBerry Key 2 und dem LG G6. Das könnte also ziemlich interessant sein, weil das hier hat einen Snapdragon 660 und das hier hat einen Snapdragon 821 und im Grunde genommen wird so, ja, landläufig gesagt, dass das hier ungefähr der Geschwindigkeit ist, die der 660er jetzt erreichen kann. Also das, was vor 2 Jahren ein Spitzenklassengerät war, ist jetzt halt eben, oder letztes Jahr eigentlich schon ein Spitzenklassengerät war, aber eben mit dem Vorjahresspitzenklassenprozessor ausgestattet daherkam, ist eben die Geschwindigkeit, die das BlackBerry Key 2 so erreichen kann. Zunächst einmal wollen wir alle Apps im Hintergrund schließen, damit klar ist, dass wir mit geschlossenen Apps anfangen. Fangen wir zunächst einmal an mit F-Droid, weil die sehe ich hier so prominent drauf. 1, 2, 3. Und da sehen wir, ja, vielleicht ein Ticken schneller beim Key 2 als beim LG G6. Kommen wir zur Musik gegen Play Music. 1, 2, 3. Und hier sogar ein Ticken schneller beim G6, wobei das Nachladen, glaube ich, der Alben jetzt in dem Fall ein bisschen was länger gedauert hat als hier das Laden von Alben und Musik. Ja, kommen wir zum Browser. Chromium. 1, 2, 3. Und da sehen wir etwa gleich schnell gestartet. Hier hat es ein bisschen länger gedauert, um die Webseite zu laden. Kann aber auch am WLAN liegen, aber vom Start her beide gleich schnell etwa. Zum Play Store. 1, 2, 3. Ganz klar links schneller als rechts. Kommen wir weiter und gucken Ghost Commander. 1, 2, 3. Ganz klar links schneller als rechts. Kommen wir weiter und schauen uns Reddit an. 1, 2, 3. Und wieder links, ein Ticken schneller als rechts. Machen wir weiter mit einer anderen App, und zwar 9gag. 1, 2, 3. Und wie ihr hier seht, wieder links, ein Ticken schneller als rechts. Also, insgesamt könnte man fast schon behaupten, links, also das Snapdragon 660er, ist ein Ticken schneller als der 821er. 1, 2, 3. Klack. Oh, das ist ziemlich gleich, würde ich mal behaupten. Was haben wir noch? Was können wir noch laden? Imager. 1, 2, 3. Und da würde ich jetzt auch ziemlich sagen, gleich, auch wenn er jetzt hier irgendeine User Experience Frage, Runde und Werbung eingeblendet hat, würde ich mal sagen, ziemlich gleich. Ja, was können wir noch sagen über die zwei Geräte? Starten wir noch Shazam. Sehen wir links wieder schneller als rechts. Hier haben wir 6 GB Arbeitsspeicher. Hier haben wir, glaube ich, nur 4 GB Arbeitsspeicher. Das heißt, im Grunde genommen heißt das nicht viel, weil auch das neue Spitzenklassengerät von LG, das G7, auch nur 4 GB Arbeitsspeicher hat. Wenn man das vernünftig ordentlich nutzt, ist das kein Problem. Für die Zukunft könnte das vielleicht mal irgendwann mal ein Problem werden. Da muss man aber tatsächlich mal schauen. So, was können wir noch starten? Jetzt habe ich hier GPS irgendwas gestartet. Das schließen wir mal wieder. Der GPS-Test. Schauen wir mal, was wir noch so haben an Sachen, die wir starten können. Wall Heaven sehe ich hier. 1, 2, 3. Und da sehen wir wieder links ein Ticken schneller als rechts. Hier lädt er immer noch. Das hat aber mit dem Web zu tun. Was können wir noch testen? Du, 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 du. Watchbox 1, 2, 3. Und dann sehen wir links wieder ein Ticken schneller als rechts, aber insgesamt glaube ich, tun die sich nichts. Wir könnten noch Google Maps starten. 1, 2, 3. Und da sehen wir, boah, ziemlich gleich, würde ich sagen. Hier hat er jetzt noch eine Frage, die er stellt. YouTube. Wollen wir hier YouTube? 1, 2, 3. Da sehen wir links wieder ein bisschen schneller als rechts.
Das ist der 660er, tut sich doch schon relativ gut und ist ein Ticken spritziger als der 821er, was ich ziemlich interessant finde. Zumindest im echten Leben, wenn man das so testet mit diesen verschiedenen Android-Versionen hier drauf. Beide laufen auf Android 8, wobei hier Android 8.0 läuft auf dem LG-System. Wo steht es? Da sehen wir es, 8.0, 1. Juni 2018 Patch Stand, und hier auf dem BlackBerry Key 2 haben wir 8.1, auch 1. Juli Patch Stand. Das ist also mal so der Unterschied zwischen diesen beiden. Also insgesamt gesehen würde ich sagen, ja, der 660er ein Ticken schneller als der 821er, also das Key 2 ein Ticken schneller als das LG G6. Aber ansonsten kaum ein großer Unterschied zu erkennen. Und man kann also mit Fug und Recht behaupten, der 660er hat einen Spitzenklassenprozessor von vor einem Jahr oder zwei Jahren drin. Und das reicht ja immer noch aus. Also das LG G6 wird ja immer noch von Leuten, ist ja im letzten Jahr rausgekommen, wird immer noch von Leuten benutzt und wird sicherlich im nächsten Jahr auch immer noch benutzt werden. Und kann sicherlich noch 3-4 Jahre benutzt werden, ohne dass das negativ in Sachen Performance, dass das irgendwie großartige Probleme machen können wird. Also Key 2 hat schon einen recht ordentlichen Prozessor, der auch für die Zukunft sicherlich gut gerüstet ist.